Die Kniebeuge, eine der komplexesten Übungen überhaupt im Fitness- und Kraftsport. Wichtig dabei ist, dass vor allen Dingen der Rücken stark bleibt. Er muss gerade bleiben, er darf nicht einrunden. Die Luft muss angehalten werden. Sie verstärkt den Druck im Innenkörper und hält den Rumpf gerade. Bitte darauf achten, dass der Beginn der Übung mit dem Herausschieben des Hinterns nach hinten passiert. Das heißt, ihr macht einen Entenarsch. Auch wenn das doof klingt und auch manche vielleicht doof aussehen wird, macht es. Erst dann beginnt die Abwärtsbewegung in der Kniebeuge. Dabei bleibt der Rücken gerade. Das ist das Wichtigste, worauf ihr achten müsst. Wie tief ihr dabei geht, bleibt auch erstmal euren Fersen überlassen. Wer gelenkig ist und nicht so viele Probleme mit der Achillessehne-Ferse hat, der kann ganz nach unten gehen mit dem Hintern. Aber seid euch dann versichert, dass es schwerer ist, wieder hochzukommen. Wer es erstmal als Anfänger nicht ganz so tief mag, der geht in die rechtwinklige Kniebeuge. Das heißt, Unterschenkel und Oberschenkel bilden maximal einen rechten Winkel. Wer es ganz leicht mag, geht noch nicht mal so tief, sondern nur in einen halb schrägen Oberschenkelwinkel. Ich zeige alle Varianten, aber bitte achtet darauf vor allen Dingen, dass der Rücken gerade bleibt.